Na gut, auf geht's in die neue Zeit. Sehen, was uns dort erwartet. Ich bin gespannt. Und ihr hoffentlich auch. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben ein Stück gefunden. Glückwunsch. Du stehst nun kurz vor der Stammesphase. Kurz vor der Stammesphase? Oh ja. Großer Herr. Aha. Da Lacke. Bazolok. So. Hato, Haish! Gesundheit! Orte! Gut euch! Mit einem Dach über dem Kopf und der Herrschaft über das Feuer betrittst du das Zeitalter der Werkzeuge und Trommelrhythmen. Yay! Dum, 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 dum. Aber Vorsicht! Bald werden überall auf dem Planeten andere Stämme entstehen. Sei vorsichtig. Ja. Im Grunde nichts anderes als in der vorigen Phase. Na gut. Du befehlst jetzt einen aufstrebenden Stamm mit 3 Mitgliedern. Yay! Du kannst einzelne Mitglieder oder eine Gruppe auswählen, die deinen Anweisungen ausführt. Interagiere mit anderen Stämmen, um Fortschrittsanzeige zu füllen. Sehen wir uns das mal an. Ja, die Fortschrittsanzeige. Oben meine Ziele. Okay. Ja. Besuche den Stammesplaner. Okay. Moin. So. Klicke auf das Hüttensymbol, um das Stammesmitgliedsmenü einzublenden. Auf meine Maus. Stammesmitglied aus, klicken auf den Button Outfits bearbeiten, um Stammesoutfits zu öffnen. Okay. Jetzt kann ich nämlich meine aktuelle Rasse bearbeiten. Mit ganzen 60 DNA-Punkten. Und hier kann man eigentlich sagen, ich könnte alles abrüsten, was meine Viecher jetzt anhaben. Denn außer die Geschwindigkeit bringt mir das andere gar nichts. Es füllt hier oben nur lediglich meine DNA-Anzeige, die, wenn sie hier vorne voll ist, überladen ist und ich kann nichts mehr anbringen. Und irgendwie spinnt meine Maus gerade. So, Gesundheit, Sozial, Sammeln, Sozial, Sammeln und Kampf. Gibt's ja noch so Masken, Brustplatten oder Schulterplatten, wie ich es immer ganz gern mache hier.
hier noch Brust. Dann irgendwelche Symbole, die nichts bringen, außer Aussehen. So für kreative Köpfe und so. Also, das ist nicht unsere Abteilung. Also, wir müssen hier uns hier so mit begnügen. Federschmuck. So, an den Oberschenkeln ein bisschen. Oh. So von der Sache her war das schon nicht verkehrt. Ein bisschen kleiner. Oh ja, mal gucken. Ein Hut. Keine Ahnung. Vielleicht so, dass es nicht ganz auffällt. Dass ich da was am Kopf hab. Ja, er ist genauso begeistert. Alles klar. Dann irgendwas für sozial noch ein bisschen. Moment. Nee. War halt auch wieder klein und unauffällig. Was fehlt mir denn noch? Ich habe jetzt das alles. Gesundheit, ja. Hatschi. Da nehme ich das. Das kann ich mir hier so auf die Brust kleben. So. Oh. Im Grunde haben wir dann erstmal alles soweit. Da freut er sich. Der kleine Fliegerbeißer. Okay. Dann haben wir jetzt noch Werkzeuge. Ja, ich kann momentan überhaupt noch nichts machen. Zu teuer, zu teuer, zu teuer. Okay. Du kannst die Kamera jetzt frei über die ganze Welt bewegen. Dadurch hast du einen besseren Überblick über einzelne Stammesmitglieder oder Gruppen, denen du Befehle erteilt hast. Machen wir mal einen Moment Pause und sehen uns Grundlagen an. Ja, da unten kann ich die Kamera drehen und zoomen. Ja, ich kann das auch mit dem Mausrad hier. Reach, reach. Hui. Hatte beiden Tasten. Besser gedrückt. Kann ich genauso schön die Kamerafahrt machen. Hui, schöner Himmel. Gut. Ja. Nee. Hui. So. Klick auf das Porträt. Das ist ein Porträt. Oh. Jo. Klicke und ziehe ein Achso. Okay. Was sind die Grundlagen? Ja, toll. Sens, Gina, Häuptling Deal. Okay. Ich habe keine Ahnung, was sie also großartig machen soll. So, die sollen Fleisch sammeln. Oh, dann sammeln wir Fleisch. Machen das beide? Ja. Oh.
Klock, so einfach werden Babys gemacht. Was? Fox ist geboren. Ja. Hallo Fox. Mit Fox kann ich noch nichts anfangen. So. Ja, ja, los, hebt auf. Huch. Oh, ein neuer Stamm hat sich gegründet. Ihr seht eigenartig aus. Ein rivalisierender Stamm. Der Tiki-Mondstar. Tiki-Mondstar? Okay. Hat sich auf dem Planeten entwickelt. Der Stammeshäuptling ist der Anführer des Stamms. Ernsthaft? Sein Stamm kann auch ohne seinen Anführer in die Schlacht ziehen. Allerdings ist er für soziale Interaktion mit anderen Stämmen unabdingbar. Darüber hinaus kann nur der Häuptling die Folgetalente deines Stammes einsetzen. Möchtest du die Folgetalente einsetzen? Wähle zunächst deinen Häuptling aus und klicke auf. Ja. Wo ist denn. Ups. Fox ist jetzt erwachsen. Yay! Wo ist denn das andere Volk? Da. Ah, okay. Angriff! Gut, dann macht jetzt mal Fleisch daraus. Was, wer quengelt da? Hallo? Fox? Kannst du mal... Ja, drei Nahrungseinheiten. Oh, Fox ist gleich erwachsen, dann können wir... Fox war schon hier. Baby Mean Boot... Tager, was weiß ich, Tager. Was denn? Naga. Naga? Okay. Dann bringt mal eure Ausbeute weg. Haha. Na, die waren wohl zu stark, wa? So was kann passieren. So. Ich würde sagen, ja. Wollen noch mal 25? Es ist effektiv gegen wilde Kreaturen und Stammesmitglieder. Ah, okay. So, dann rüstet euch mal aus.
Ja, mit dem möchte ich, weiß ich nicht.